Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video. Hier ein paar Infos, die die regelmäßigen Zuschauer unseres Kanals eventuell interessieren könnten. Und zwar, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr nach Hause kommt von der Schule, von der Arbeit oder wenn ihr morgens aufwacht am Wochenende, euch an den PC setzt, den Dofus Updater startet und einfach nur denkt, Alter, ich habe gerade total keinen Bock auf das Game. Das liegt an beispielsweise Sachen wie ich muss auf das Set farmen, ich muss dafür das droppen und das ist so selten, dass ich es niemals zusammengedroppt bekomme. Oder ich brauche unbedingt den Dungeon für das Set und finde einfach keine Gruppe dafür. Ich habe das Set, aber habe noch nicht das Level und bin schon 195 und das Level ist 198 und ich muss jahrelang diese scheiß Mobs kloppen, um die Level zu erreichen. Oder ich weiß nicht, ihr macht PvP, aggressed jemanden wie, was weiß ich, aggressed Ryxedis oder Hulk Hogan und werdet tot gegankt. Oder ihr geht ins Kolosseum mit Level 150 und es kommen nur 200er Gegner. Ja, das sind alles so Fälle, wo man einfach keinen Bock auf das Game hat und sich einfach nur denkt, okay, ich brauche eine Pause, das geht gerade gar nicht. Ja, und dieses Gefühl pflege ich zurzeit. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und dann hat etwas anderes mein Interesse geweckt, und zwar Wakfu, das andere Game von Ankama. Wakfu ist ein super MMO. Was kann ich dazu sagen? Also, sieht ähnlich aus wie Dofus, das von der Story her 1000 Jahre nach Dofus ist. Also die Charaktere sind dieselben, außer den Maskerador gibt es bei Wakfu zurzeit noch nicht. Ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich auch bald rauskommen. Was mich jedoch wundert, wieso der Steamer jetzt schon raus ist, aber der Maskerador noch nicht. Aber das interessiert ja gerade in diesem Video nicht. Was kann man zu Wakfu sagen? Also es ist sehr geil, es hat mich sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so cool ist und so viel Spaß macht. Und ja, die Sachen, die bei Dofus echt scheiße gemanagt sind, wenn ich das mal so sagen kann, die sind bei Wakfu meiner Meinung nach behoben worden. Also die Ankama-Leute haben sich die Fehler, sage ich mal, von Dofus angeschaut und von Dofus Arena, haben dann ein neues MMO sich ausgedacht und da sozusagen dann die Fehler, die sie vorher gemacht haben, behoben. Ja, dazu werde ich auch noch ein Video, denke ich mal, machen. Eventuell, eventuell auch nicht. Auf jeden Fall, was für Videos kommen werden in Zukunft auf diesem Kanal. Es werden keine Dofus-Videos kommen, da ich gerade einfach keinen Bock habe. Es werden zwischenzeitlich ein paar Dofus-Videos hochgeladen werden, welche ich noch einfach auf meinem PC rumliegen habe. Aber Dofus-Spielen habe ich gerade einfach keinen Bock drauf. Also wenn ich aus heiterem Himmel wieder Bock haben sollte, dann kommen natürlich auch direkt wieder Dofus-Videos, das ist klar. Aber was für Videos auf jeden Fall kommen werden, ich werde, da Wakfu ein sehr komplexes Spiel ist, also es gibt sehr viele Sachen, die man nicht von Anfang an kapiert und dann das Spiel direkt in die Tonne kloppt, weil man es einfach nicht checkt. Daher werde ich eine Wakfu-Tipps- und Tricks-Videoreihe machen, die nenne ich einfach mal Wakfu-Tipps. Und hier könnt ihr auch schon euch das erste Video ansehen, klickt dafür einfach hier oben links auf dieses Pop-Up-Fenster. Ja, da werde ich einige Sachen erklären, zu den Charakteren vor allem. Also ich werde zu jedem Charakter ein Video machen. Das ist klar, weil einfach jeder Charakter irgendwas hat, was man, keine Ahnung, erst nach 3, 4 Wochen teilweise erst verstehen kann. Weil es da so viele Zustände gibt, in die man versetzt wird. Es gibt so viele komisch formulierte Sachen, die man einfach nicht versteht. Ja, seht einfach selbst, probiert das Spiel aus. Also den Link habe ich auch in der Beschreibung von Wakfu. Aber ihr könnt auch noch darauf warten, bis ich die Charaktervideos hochgeladen habe. Dann fällt es euch leichter und macht es euch wahrscheinlich auch mehr Spaß. Ja, ich werde auch Tipps zu Berufen geben, wie man sie levelt, wozu man sie einsetzen kann. Und auch zum Ökosystem, welches es in Wakfu gibt. Weshalb ich das Spiel auch sehr interessant finde, da ich das mit dem Ökosystem noch in keinem anderen Spiel bis jetzt entdecken konnte. Und es einfach cool ist, weil theoretisch wird so die Community von Wakfu in eine Welt gepackt, die sie sich eigentlich selbst gestalten können. Also, um jetzt mal einen kurzen Einblick zu geben, zum Beispiel, wenn man da jetzt eine bestimmte Anzahl an Kastanienbäumen hat und man hat jetzt den Förster gelevelt, um Kastanienbäume zu fällen, dann kann man diese entweder fällen, dann sind sie einfach weg, also sind sie komplett weg, dann kann man den Bäumen, wenn sie ausgewachsen sind, so Stecklinge wegnehmen, das sind dann so
Samen, sage ich mal, die kann man denen auch wegnehmen, wenn sie noch ganz klein sind, die Bäume. Und damit kann man dann neue Bäume säen. Wenn man sie jedoch hackt, wie ich eben gesagt habe, also fällt, dann sind sie komplett weg. Wenn dann keine neuen gesät werden, dann entstehen dort an dieser Stelle auch keine neuen Bäume. Und damit muss man echt aufpassen, dass man die Ressourcen nicht verschwendet und dass man immer neue wieder sät, weil sonst zerstört man das Ökosystem und dann wird auch der Meister dieses jeweiligen Gebiets wird dann sauer und man wird zum Gesetzlosen. Und wenn man halt was Gutes für das Ökosystem tut, dann kriegt man Bürgerpunkte und kann sich hocharbeiten. Man kann sogar zum Gouverneur der jeweiligen Nation. Es gibt vier Nationen und man kann dann zum Gouverneur der jeweiligen Nation gewählt werden. Und dann kann man auch eigene Gesetze für die Nation machen und die Steuern kann man setzen für die Nation. Also es ist ganz interessant und es gibt dann halt auch immer Wahlen und man kann nur wählen, wenn man eine bestimmte Anzahl an Bürgerpunkten hat. Das heißt, die Community wählt den Gouverneur, die Community der jeweiligen Nation wählt den Gouverneur und der kann dann halt, der hat dann das Recht zu bestimmen über die Nation. Und es können dann halt auch zwischen den Nationen Kriege geführt werden und, aber das werde ich euch dann alles in den Tipps und Tricks-Videos erzählen. Ja, jetzt erstmal beiseite mit denen. Weitere Videos werden von Wakfu folgen. Und zwar habe ich eine Videoreihe geplant. Und zwar wird die heißen Noobs in Wakfu. Ja, die Noobs in Wakfu sind dann ehemalige Gildenmitglieder aus Dofus von der Gilde SSB. Also aus unserer Gilde. Die mit mir, sag ich mal, momentan rübergewechselt sind auf Wakfu. Ja, wir machen Dungeon-Videos oder Event-Videos von irgendwelchen Events, die zurzeit laufen, die in dem Moment laufen, als wir, in dem wir aufnehmen. Aber hauptsächlich Dungeon-Videos, in denen wir euch die Dungeons von Wakfu zeigen, welche meiner Meinung nach sehr geil designt, koloriert, gestaltet sind. Naja, werdet ihr dann ja sehen. Also hier könnt ihr euch das erste Video von Noobs in Wakfu anschauen. Da kommt jetzt wieder ein Pop-up-Fenster für, wo ihr draufklicken könnt. Ansonsten kommen jetzt die Outtakes des ersten Noobs in Wakfu-Video. Und damit beende ich jetzt erstmal das Info-Video. Ihr wisst ja jetzt Bescheid. Also, keep tuned, guckt euch die nächsten Videos an. Falls euch meine Videos gefallen, dann gebt ruhig mal einen Daumen hoch, favorisiert das Video und bleibt auf dem Laufenden, indem ihr unseren Kanal abonniert. Haut rein, Leute, einen schönen Tag noch. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute mit einer ganzen Horde von Noobs, sieht man hier in der Gruppe, in Wakfu, und zwar mit Chupa Chups. Begrüßt uns hier mal alle so ein bisschen. Hallo. Pandarine und Ja, ich weiß nicht so. Nessie. Boah, geht jetzt los, Mann. Nessie. Was? Guck mal, worauf ich skillen muss. Was? Worauf ich skillen muss. Ich hab noch 40 Ja, Punkte ich schau doch frei. selbst. Wer bin ich denn? Ich kann kein Englisch. Ich kann kein Englisch. Ja, fang jetzt an. Ja, habe ich. Ja, also jetzt. Ja, dann mach doch hier. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Fang an. Hallo. Deutsch. Danke. Erstmal ein Snickers.